de mamar duros. Dann wird es schon hier schon.
Thank you.
Oh!
kannst du uns mehr Informationen geben? Er wurde vertreten von seinem Onkel, von seinem Vater, von unserem Jugendreferenten, von unserem Jugendtrainer. Die vier waren vor Ort. Sensationell. Schalten wir uns mal mit rein. Ich hoffe, der Ton passt zu Hause. Ihr seht zwei komplett neue Gesichter. Wir wollten uns natürlich bestens in Abwesenheit von Stefan Joachim kommentieren. Deswegen darf ich vorstellen, Chris Joachim. Guten Abend. Und ich stehe mit dabei. Wir versuchen natürlich alles bestmöglichst so zu machen, wie der Stefan uns das gezeigt hat. Wenn was nicht funktionieren sollte, müssen wir uns entschuldigen. Auch wir müssen uns entschuldigen von letzter Woche oder besser gesagt vom letzten Heimkampf auch. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben vom Livestream. War Internetprobleme, die konnten wir uns hoffentlich lösen. Wir haben die ersten Punkte bei Niki. Und wenn ihr irgendwas habt,
habt, sagt einfach Bescheid oder schreibt uns. Vicky ist gerade sehr gut drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Er macht immer ein fleißiges Gewicht. Und dann wieder zwei Punkte. Für Vicky nochmal zwei oben drauf. Oh, jetzt ganz gleich. Viererwertung. Ist das auch ein bisschen gleich? Und ja. Zur Gewichtsklasse 130 Kilo, Felix Kieck und Lukas Fleischer. Der Lukas und der Felix wiegen bis auf 100 Gramm genau gleich viel. Also von daher, wir haben beim Felix 102,4 Kilo und beim Lukas 102,3 Kilo. Da möchten wir jetzt nicht von dem Gewichtsvorteil von 100 Gramm sprechen für unseren Vierkant, sondern die sind exakt gleich schwer. Die letzten Wochen haben eigentlich ein bisschen bewiesen, dass der Felix super drauf ist. Hat konditionell extrem zugelegt im Gegensatz zum letzten Jahr, wo er am Anfang Startschwierigkeiten hatten, aber ist echt in einer super Form. Ich glaube, dass die deutsche Meisterschaft ihm einfach auch gut getan hat. In dem Sinn, dass er da richtig gefordert worden ist. Heute Robert Reitmeier war öfter schon im Westenburg. Das ist ein sehr souveräner Schiedsrichter, lässt sich auch kaum noch von der Stimmung, die wir jetzt in der Halle haben, aus der Ruhe bringen. Vordern, genau, hat schon angezeigt. Zögert, aber wir lernen dazu. Die Uhr sehen wir auch nicht. Wir
hier raus nach Ja, genau. Rede. Auf dem unteren Bildrand, da kennt man auch nicht. Deswegen ist die Kameraperspektive, wenn wir nach oben schieben und die Uhr sehen, dann haben wir den unteren Kap. Und dadurch, dass der Stefan die Rüben unterwegs ist, auf die zweite Kamera mit dabei hat. Ja, der ist echt dabei. Und deswegen gibt es auch nur diese Kameraperspektive. Aber das reicht. Wir hoffen, dass es reicht für euch. Stefan, ich hoffe, du kannst auch sagen, ob der Ton passt. Ich schreibe ihn mal ab. Bisher war da immer der Matthai.
ist, aber umso besser, weil die Punkte gehen zu uns. Kommen von seinem Vater, aber wie früher die Heißbrüder. Ja, definitiv. Und das macht es aber auch aus. Weil, der hat mir das doch. Genau. Macht jetzt eins auf. Ach, macht eins auf erst. Okay. Bringt sich das über alles schon mal so. So, nicht der Kerl. Okay, Max. So, der Max hat jetzt die Passivität und die Aktivitätszeit am Laufen mit 30 Sekunden. Max was macht oder ob der Alex das gut verteidigen kann oder selber sogar einen Angriff startet. Absolut. Max hat noch einen Angriff gestartet. Außenbahn. Ich schreibe, Halle leiser, uns lauter.
Jawohl. Okay. Also. Haben wir das gemacht. Stefan, danke für deine Info. Zwei Punkte für den Alex. Das ist schon stressig, du musst hier die Punkte geben oben. Das ist schon. Ja, auch schon der Kopf will ich gar nichts machen. Sieht man erstmal, was der Stefan da immer alles macht. Ja, ohne Schwan. Das ist for free. Der Stefan, ja. Jetzt wegen der Schulter oder warum ist der Max jetzt? Das ich habe jetzt gar nicht. Ja. Gut, wäre jetzt die andere Kamera, dann könntest du überschwenken, gell? Oder einfach ja. Alle Blick. Vielleicht wird man mit der anderen Kamera das noch sehen, aber ich denke, es ist Verletzungszeit. Ulla rennt schon wieder zurück und holt Nachschub an. An Eis, ja. Nee, Blut, oder? Ja, eher schon Blut. Eher Blut. Hat es angezeigt am Ohr, der Robert zeigt es nochmal an, dass am Ohr irgendwas ist. Livestream hat eigentlich jetzt nur Nürnberg, oder? Ich kann es dir gar nicht sagen, wer noch einen Livestream anbietet. Wir machen das jetzt seit das dritte Jahr und haben jetzt seit nach 3 Jahren, also jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gewechselt den Anbieter. Das ist wohl Max für einen Punkt. Ein Punkt für Max. Ja, war bestimmt gut schon ein kleiner Verband. Ja. Jetzt wissen wir es. Ich dachte, das was mit der Schulter Max wieder ist. Max wurde getaped, ja. Jetzt hat der Alex eine abbekommen. Was macht er jetzt? Ja, er zeigt was an am Handgelenk links oder am Daumen. Mein gutes Tape. Für was das alles einsetzbar ist. Das ist einfach flexibel. Ja, brutal. Vom Alex, gell? Nein. Muss schon noch ein bisschen Zeit runterzuringen. Oh. Ja, muss man wirklich sagen, Max macht das sehr gut. Geht da voll rein und riskiert auch ein bisschen was. Ich finde es super von Max. Die Zeit wäre jetzt echt gut. Ja, das muss man wirklich sagen. Wenn man die Uhrzeit jetzt noch sehen könnte, wäre natürlich sensationell. Thank you.
Max probiert, ich finde das super. Der, ja, ja absolut, der probiert, ja. Oh, der ja. macht, oh, ja. ja, super gemacht. Also wirklich, Max extrem gut ausgekontert oder besser gesagt den Angriff dann erstmal abgewehrt. Dann waren zwei jetzt, gell? Zwei Punkte da jetzt. Ja, war ein Einser, weil der ja. Alex als erstes nur raus ist. Ja. Ich sehe das oben gerade. Ja. Ja, Max kommt gut zurück. Ja, schau. Ja, ja macht der Max super. Muss man wirklich sagen. Ja. Macht er echt gut. Trainer zeigt an, noch einen Punkt. Der Max braucht halt auch den Punkt, weil im Moment führt der Alex noch wegen der höheren Wertung. Weil er zwei Zweier hat und der Alex nur ein Zweier. Jetzt wird es noch spannend hinten raus. Oh. Ja, jetzt hat er wieder rausgeschaut. Ja. 6-5. Wenn der Max jetzt ausgleicht mit einem Einser, braucht er nochmal einen. Wenn er einen Zweier macht, dann hat der Max gewonnen. Alex hat gewonnen, 6-5, bedeutet ein Mannschaftspunkt für den TSV. So, dann müsste der Nasrat kommen, der Wolf. Das ist dann schon der fünfte Kampf und das kurz vor der Pause. Hat 65,7 Kilo gegen einen Jan Ritter 65,8 Kilo, also ebenfalls gleich schwer exakt bis auf 100 Gramm. Die würden wir jetzt mal außen vor sehen. Der Jan ist als Jugendlicher gekennzeichnet. Haben wir du hast doch alle Geburtsdaten. Ja, aber den vom Jan haben wir nicht drin. Vom Nasser, ja, vom Jan, der war nicht geplant in meinen Augen. Stefan schreibt, ist top. Na, einmal. Super. Das ist ja toll. Stefan, das freut uns. Nasser, die ersten zwei Punkte. Und nochmal zwei oben drauf. Jawohl. Für den Durchdreher hinterher. Mensch, wir können das nicht ein bisschen machen, dass das, dass wir die Zeit sehen. Ja, ich kann. Wahrscheinlich von der Kamera einstellen, müssen wir es irgendwie schauen. Nasrat die nächsten zwei Punkte. Ich muss sagen, würde ich gerne probieren umzustellen, aber ich traue mich ja, nicht. Dass alles weg ist, lass mal lieber. Wir müssen jetzt mit der Zeit, aber jetzt weiß ich auch ganz genau, was der Stefan gemeint hat. Wo er meinte, wir können da mehr mit der Uhr noch ein bisschen spielen oder schauen, was wir das herbekommen. Aber das ist ja das Schöne, wir im Livestream hier lernen immer weiter dazu und versuchen immer noch besser zu werden. In der Mitte geht es weiter. Aktuell 8-0 für Nasrat. Ja, sehr gut, der Jan. Gibt sich da auch nicht kampflos geschlagen.
kriegt jetzt natürlich, ist da richtig reingelaufen mit 4. Das hat der Nassad sehr gut gemacht, die 2 hinterher, wir sind bei 14-0. Nassad fehlt jetzt noch einen Punkt zur technischen Überlegenheit. Er hat jetzt genügend Zeit zu machen, setzt die 2 Punkte oben drauf, somit 16-0. Wir gehen dann somit in die Pause mit 15-0 gegen den AS Hof. In diesem Sinne würden wir euch jetzt einmal die 20 Minuten, was jetzt sehr schnell ging, alleine lassen. Und wir melden uns nach der Pause wieder zurück. Thank you.
erschrocken. Dann, wir sind zurück. Jetzt weiter mit Philipp Reiner gegen Kevin See. Habe ich leider auch keine Infos. Also, 1-0. War alles im Griff. Wir sind nicht zu sehen, Robs. Mit der Kamera an. Das muss man schon sehen. Zack. Hetzer. Ich weiß nicht, was Stefan immer hat, ob das, das ist so schön ist. Also würde mich mal freuen für den Philipp. Ja, toll. Ein Sieg. Ich muss auch sagen, der Philipp ist super fleißig im Training und steht da echt immer super da. Ist auch einer absolut fürs Team, der alle immer mitreißen kann. Du, was kostet die Auswärtsfahrt? Weil mich hat von jemand angesprochen. Weißt du, das ist zufällig? Hm? 20? Hm? Also, okay, ist nun da. Wir haben ja Einstand hier. Zufällig. Die Auswärtsfahrt kostet 40 Euro. 40 Euro. Ist okay. Aber ein Schal mit dabei. Ein Schal, TSV-Schal. Alle mit dem TSV-Schal mitholen. Okay. Und weil Hof einfach so weit ist, ist der Bus eigentlich schweineteuer. Sehr, sehr teuer. Und genau, der Bus kostet. Jawohl. Der Bus allein kostet 15 Euro, dann haben wir den Eintritt mit dabei und den Schal. Okay, genau. Günstig. Von daher passt eigentlich alles wieder. Aber Luftschlangen werden da besser. Das ist ja Fasching. Ja, stimmt. Aber vielleicht lassen sich die Spools einfallen. Ja. Oder Konfettkern. Oder ja, für die Matte perfekt, weißt du das nur damals. Mein Gott. So, Philipp, jetzt hat er die Grundlage, er macht gut Druck oben raus, hat gut, ja schön, muss man wirklich sagen, er hat ihn von der Zone rausgeworfen, müsste den Vierer geben, jawohl, somit eine 8-0 Führung, 1, 2, 3, doch, passt, 9-0. Ich glaube, dann werden wir auch um 11.11 Uhr losfahren vielleicht. Nach Hof 11.11 Uhr, das wäre noch eine sehr gute Zeit. Da weil mittags noch schon alle bei losfahren müssen. Ja, gibt einen weiteren Punkt für den Pilzi, für den Philipp. Somit aktuell 10-0. Ja, macht er sehr gut, macht er wirklich sehr gut. Wieder eine 1. Wurde jetzt nicht ganz belohnt für das, dass er die Aktion startet. Ah, schöner Schulterschwung. Schöner Schulterschwung. Jetzt gehen wir in die 2. Fehlen noch 2 Punkte zur technischen Überlegenheit. Und jawohl. Da sind sie. Technisch überlegener Sieg. Jawohl. Jawohl. Steht 19-0 nach 6 Kämpfen. Jetzt müsste August kommen, oder? Ja. Jetzt müsste Guschke kommen. Guschke. Komm und Flickflack. Einen Schultersieg gegeben. So, haben wir einen Afgustin gegen einen Süleyman.
Der Afkustin hat 67,4 Kilo, der Süleyman 70,5. Afkustin dieses Jahr neu bei uns im Team. Ein Bulgare, der uns empfohlen wurde, bei uns eigentlich sehr gut ankommt, bringt sich auch extrem gut ins Team ein. Austrainiert ohne Ende, fit und menschlich, aber auch genau das, was wir bei uns im Team auch brauchen. Denkt voll fürs Team, ist immer dabei. Polizist, gell? Er ist Polizist, genau. Luft. Es muss wirklich sein, er kann 6 Minuten im Tempo gehen. War international eigentlich ein 60 Kilo Mann. Also wenn man das sieht, 67 Kilo, was er so hat, ist eigentlich prädestiniert für 60 Kilo. Wie unser Chris, der auf der Weltmeisterschaft jetzt war, auch auf 60 Kilo rund abtrainiert hat. Und nochmal 2 hinterher, jawohl. Obacht. Ja, gut gekontert. Ja, müsste Punkt geben. Ja, ja, sehr gut. Ja, recht. Hat der Süleyman, ja, absolut. Hat er verdient. Angezeigt. Ja, jetzt fängt es an. Passivität für Süleyman. Ja, kontrolliert es ganz gut, Agustin. Aber die Passivität, ein Punkt. Ich finde ihn sehr lustig. In der Gewichtsklasse sind alle ein bisschen größer, aussteigen kann er nicht wirklich. Wir stehen bei 13-0. 2 Punkte fehlen noch. Nee, 3. Die Größe darf eigentlich für Freistil, gell? Aber oder eben eine Gewichtsklasse weiter unten. Oder so. Aber er macht das einfach mit seiner Technik und mittlerweile auch Erfahrung und weg. Hat international mal vor einigen Jahren gegen einen Chris gerungen. Ja? Hat den Chris besiegt. Ich war tatsächlich auch vor Ort damals. Das war in Istanbul. Okay. So. Herzlich. Jawohl. Das war's. So. Aber Afkustin gewinnt souverän gegen Süleyman vorzeitig in der ersten Halbzeit. Jetzt kann das wenigstens, gell? Ja. So hochrupp. Er ist einfach super. So, jetzt kommt der Simon.
Fabian hat bis jetzt einmal gewonnen, einmal verloren. Ja. Im Gewicht fast gleich, 79,9 Simon und der Fabian 79,5. Ich da auch immer wieder ein, dass ich immer zum Stefan sage, nach dem Kampf wäre es super, wenn man dann, wenn wer die Mannschaft gewinnt, ob man dann rot oder blau drückt, dass man an den LEDs ja, erkennt. Ja, das wäre nicht schlecht, aber... brauchst du ja nochmal einen Mann hier, eigentlich, der die ganzen Farbspiele macht. Das könnte er schon noch machen, weil scheiße. Was auch sehr interessant ist, bei YouTube muss man sagen, wenn wir die Videos hochladen, das sind immer weit über 1000 Klicks dann drauf. Ja, die Videos da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich schaue es zwar auch mal an, aber schon. Hat der Stefan mir gezeigt, also dass die doch sehr interessierten Fans dann die Kämpfe nochmal anschauen. Ja. So, blau passiv, kriegt das erste Passivitätszeichen. Ja, Simon steht schon immer sehr stabil drin, das muss man sagen. Ihm schaue ich unheimlich gern zu. Ja, Simon ist natürlich auch aufgrund dessen, dass er die Erfahrung von der Bundesliga-Zeit hat, natürlich in seinem jungen Alter noch sehr erfahren schon. Kann auch mal variieren oder einfach mal ein bisschen abwarten. Und zum richtigen Zeitpunkt auch mal Gas geben. Wie man jetzt sieht, wir haben heuer eine ganz brutal junge Mannschaft, finde ich. Ja, die junge Mannschaft ist extrem jung. Muss man echt mal ausrechnen. So, jetzt kommt die Aktivitätszeit von Fabian noch oben drauf. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Mit der Aktivitätszeit ist es so, dass jetzt der Fabian in 30 Sekunden versuchen sollte, einen Punkt zu machen gegen den Simon. Wenn er das in den 30 Sekunden nicht schafft, wird der Simon mit einem Punkt belohnt, geht aber dann direkt im Kampf weiter ohne Unterbrechung. Sollte der Simon einen Punkt machen, läuft die Aktivitätszeit trotzdem weiter und nach Ablauf der Zeit kriegt der Simon noch einen Punkt on top. Die 30 Sekunden sind jetzt rum, man hat es gesehen beim Robert, der Punkt kam, der Kampf läuft einfach fließend weiter. Ich glaube, das ist richtig Druck als Ringer, oder? Gleich hast du 30 Sekunden Zeit. Ja, das hört sich immer so kurz an, 30 Sekunden, aber das ist dann schon, wie du sagst, eine Drucksituation. Jetzt muss ich was machen oder jetzt muss ich aktiv werden. Wenn der andere natürlich sehr gut drinsteht, muss man auch mal taktieren, um zu sagen, ich gebe nur die 1 ab, bevor ich jetzt irgendwas riskiere und kassiere den Konter und gebe vielleicht mehr Punkte ab. Ja. Aber selbst muss man auch, kann man sagen, Robert, sehr gute Schiedsrichterleistung. Es gab jetzt noch keine knifflige Situation, wo er... Bei beiden Mannschaften. Für beide Mannschaften, genau. Also wirklich im Gegensatz zu manchen anderen Schiedsrichtern ist er echt ein guter. Na, Robert kennt uns gerade, der ist da souverän. Ja, Handgelenk ein bisschen. Er konnte sich befreien, der Simon. Man kann kurz gut erkennen, dass der Simon eigentlich den Druck macht. Jetzt wird es gleich im Stand weitergehen. Pause von 30 Sekunden. Darf man das nicht sehen, oder? Darf man das nicht sehen, dass du was trinkst? Kann man schon, aber ich muss noch ab und zu was essen.
So, die zweiten drei Minuten beginnen. Einmal Kurs geben, da. Alles. Ja, Simon muss man einfach sagen, ist absoluter Publikumsliebling. Ich glaube, er stand mit 14 oder mit 15 zum ersten Mal. Im besten noch auf der Matte. Jetzt gut über 10 Jahre. Also das ist schon sensationell, was der ableistet, der Bursch. Ist aber auch sehr wichtig fürs Team, der weil einfach mal jemand mitziehen kann. Beim Training immer Gas gibt. Führung. Zwei Punkte würden jetzt noch fehlen, dass er drei Mannschaftspunkte bekommt. Im Moment gibt es zwei Mannschaftspunkte für uns. So wie man Simon jetzt auch kennt, wird er auf diesen Punkt dann noch rausgehen. Steht 7-0. Nächste Passivität ist da. Fünf Fabian, Aktivitätszeit läuft ab jetzt. Wieder das gleiche Spiel, 30 Sekunden. Im Endeffekt kann der Simon jetzt abwarten. Fabian muss was machen, sonst geht der Punkt an Simon. Somit steht es 8-0 und die drei Mannschaftspunkte im Hintergrund für den TSV Westendorf. Aber Simon will den Punkt noch, glaube ich. Der Punkt ist da. Kann es gar nicht mehr gehen. Nee. Jetzt eigentlich ohne Unterbrechung weiterringen und durchringen. So, Bodenlage, im Stand geht es weiter. Es gibt auch keine Punkte für den Fabian. Ich werde jetzt mal auch die Rot. Ja, mach mal, wenn er gewinnt. Mach mal Rot, wie das aussieht. So, noch ein weiterer Punkt für Simon. Das ist die 9-0-Führung. Ja, beim Simon ist es schon mal sensationell, auch in der Zone, wenn er Punkte verteidigen muss. Jawohl. So, machen wir das mal froh. Das hat auch was. Ja, das hat auf jeden Fall. Also Stefan, so schaut das aus, wenn man das richtig macht. So, somit drei Mannschaftspunkte. Das können wir echt einführen, weil ich glaube, das kommt ganz gut mit dem Rot. Ja. So. Jetzt kommt der Luis. Das erste Mal. Heute in der ersten Mannschaft. Wir haben den Luis, der hat 74,0 und den
Ebadula Nori, aber mit 74,4, also auch wieder eigentlich gleich schwer. Luis war letzte Saison verletzt, aber ist natürlich wieder ein sensationeller Nachwuchsringer bei uns, muss man wirklich sagen. Hat sich da reingekämpft in den Freistilbereich und jetzt sind wir wirklich gespannt, was er gegen Ebadula zeigen kann. Eigentlich wäre Manuel Albert die Gewichtsklasse, aber der ist heute nicht dabei. Ja, guter Beinangriff. Schauen, ob der Luis den abwehren kann. Ringen sie beide sehr gut aus. Ja, beide sehr stark. Also, Luis hat den Angriff gestartet und Luis setzt dagegen stark. Die ersten zwei Punkte für Luis. Kommt da zwei hinten raus, liegt gefährliche Lage. Jetzt muss er raus. Dürfte in 2-2 stehen, jawohl. Jetzt ist natürlich ewig lang bis zur Pause. Man sieht schon, Hofer Ringer filmt unten alles. Ja, muss ich sagen, Hammer hat er sehr gut kontert, also wirklich gut. Natürlich erstmal stark vom Luis und dann Ebadula sehr gut gemacht. Das ist bestimmt der Papa da links. Da ist der Schultersieg. Schade. Schade. Ja, schade, ich hätte von dem Kampf gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Ja, ja, weil die wären echt sehr gut gewesen, glaube ich. Weil der Abdullah Nuri sagt mir gar nichts. Weiß ich, wo der auf einmal herkommt. Aber gut, 4 Punkte an Hof. Ja. Jetzt Bene Ganso, auch sein Einstand, oder glaube ich? Ja, nee, der war doch schlecht. Letztes Jahr hat er schon den ersten Rund. War schon am Start. Der hätte eigentlich den Gutmann Orlando. Aber der ist auch gleichzeitig Fußballspieler, der Orlando, und das ist kein schlechter. Und er hatte heute ein Fußballspiel. Weißt du mehr wie ich? Tja. Manchmal. Manchmal weiß ich mehr wie du. Christian Söllner ist auch kein schlechter, glaube ich. So, schauen wir mal, ob der Bene wie ist. Der hat gerade sehr erfolgreich seine Ausbildung absolviert. Innungsschwester. Ja, Ausbildung mit als Bester abgeschlossen. Wie nennt man das ganz genau, dass man das richtig nennt? Innungsbester. Deswegen schauen wir mal, wie fit er ist. Weil natürlich abnehmen musste er auch einiges, glaube ich. Gewicht machen. Ein bisschen Trainingsrückstand, aber Bene ist einfach der Beißen. Der ist knallhart. Kommt er, glaube ich, wie die Eltern ein bisschen. Ja, wie die Mutter vor allem. Da wird durchbissen, da wird das gefällt mir auch, Bene, dass er einfach so beißt. Ja, der Bene, der kann einfach den Kopf ausschalten, dem ist dann aber alles egal. Ja? Man sieht jetzt ein bisschen die Aggressivität von Christian. Alles gut, der Bene ist da cool. Hat der Bene auch schon viel dazugelernt. Geil. Ja, darf doch mal ein bisschen hitziger sein. Ja? Christian gibt ein bisschen Gas, schön. Ja. Mach sowas. Das Einzige, was mir bei Greco nicht gefällt, aber dieses Kopfstoßen da. Oh. Ja, jetzt zeigt er schon passiv rot an. Gibt Aktivitätszeit. Oh. Ja, da sieht man aber allerdings auch, egal wie es der Punktestand ist, die Trainer sind da voll dahinter. 26-4, das könnte es gemütlich angehen, aber das ist bei uns halt nicht der Fall. Da wird um jeden Punkt gekämpft. Ist natürlich auch gut für den Bene, dass man da jetzt von Trainerseite auch das gut macht. Ja, Bene super verteidigt erstmal. Christian greift vorne um an die Kopfklammer. Ja, gut. Geht im Stand weiter, ärgert sich. Jetzt hat er sich wahrscheinlich selber wehtan. Was war jetzt? Wie auch immer. Am Fuß? Ich dachte, im Gesicht. Nee, im Kopf. Nee. Hä, am Fuß? Ja, am Fuß tatsächlich. Au. Ich habe es nicht erkannt, wo ich es jetzt auch ehrlich gesagt. Ich dachte, am Kopf ist was. Ja. Jetzt hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres ist beim Christian.
dass da nichts ist. Das wäre jetzt blöd. Bei so einem Punktestand noch eine Verletzung zu holen. Ja, jetzt geht es schon wieder. Sehr gut. Ein bisschen eintappen. Ein bisschen schütteln, da geht es schon wieder. So, jetzt Abini, jetzt macht Druck. Abini, ja, Christian. Ja, aber ist das normal? Ja, geht schon ein bisschen aggressiver rein, hat aber einen Kopf oben. Das ist normal. Ja. Ich kann das als Mutter gar nicht sehen. Nee, ich finde das schön. Das gefällt dir? Ja, das gefällt mir. Okay. Hier geht es ein bisschen raverto. Ich weiß, die Melli steht jetzt schon wieder Kopf wahrscheinlich irgendwo. Aber er zieht gut auf. Ja, das macht er gut. Wenn er rechts reinkommt, aufziehen kann, das ist auch sein Ding. Ah, schau, jetzt ist blau passiv. Ja. Genau. Jetzt muss er einfach seinen Quiet rausholen. Jetzt gibt es die Farbe, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist es schwierig. Ja. Zwei. Und? Gibt erst die zwei. Blau. Gibt erst die zwei. Schwierig. Also das war jetzt wirklich eine schwierige Situation. Jetzt müsste man wieder diese Wiederholung haben, das können wir nicht, gell? Das kann der Stefan wieder. Können, aber letztes Mal, wo ich das gedrückt habe, das war nicht so gut. Also, 2-1 und wenig, aber da ist noch was mit dem Knie, glaube ich. Ja. Oder weiter unten. Also wirklich schwierige Situation. Wenn ich jetzt das neutral betrachten würde, finde ich, kann der Christian auch noch Punkte dafür kriegen? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Bene war ein, aber der Christian auch. Ja, Verletzungszeit, eine Minute bei Blau. Ist die Wade, ist es. Ja, irgendwas macht dazu anscheinend. Ja. Entweder hat der Christian vielleicht auch sehr viel Gewicht gemacht, dass jetzt Krämpfe kommen. Magnesiummangel, sage ich dann nur. Dass jetzt Krämpfe kommen. 1,15 haben wir schon Verletzungszeit. Ah, es muss er beißen, der Christian. Ist natürlich jetzt noch lang hin, gell? Wir sind noch in der ersten Halbzeit. Ja. Jetzt fängt der Christian den Kopf unten ein bisschen, lehnt ein bisschen auf. Der Beni macht ist jetzt aktiver eigentlich, macht auch eine gute Beinarbeit, also stellt gut um unten mit den Füßen. So, ein bisschen aktiv bleiben bis zur Halbzeit, alles fein. Also, mal ein bisschen Druck, Bini, ja, zieht er wieder auf. Ja. Links den Arm ein bisschen verbessern, dass er ein bisschen aufzieht. Dann macht der Bini aber sehr kontrolliert, muss man wirklich sagen. Ja, schon, macht er echt gut. Muss jetzt bitte schauen, dass er keinen Schwunggriff reinfällt oder irgendwas. Ja, schau, der andere, der Küsse ein bisschen zieht. Jetzt der Pause. So, jetzt müssen Pause macht sein sich gleich. Auf. Gut, schön. Gut. Zum Finale noch wirklich einen geilen Kampf. Die beiden schenken dir gar nichts. Schön. Ich hoffe, dass der Christian jetzt seine Wadenprobleme oder was er hat, in den Griff bekommt. Vielleicht ein bisschen rausmassieren, weil... jetzt wollen wir schon nochmal. Ist es dann so, meinst du, oder? Bitte? Mal abnehmen muss, dass man dann da so... Ja, das, du hast schon Probleme. Du hast halt einfach Wassermangel beim Gewicht machen. Also das ist nur eine Spekulation, wenn er so sich an die Wade greift. Ich habe jetzt auch nichts gesehen, dass er irgendwas hätte. Es kann schon sein, dass er einfach die Wade zumacht. Belastet aber auch die Wade relativ... Ja, das sieht es jetzt auch. Ja, schon. Dann nicht schlecht. Ja, Bene zieht jetzt doppelt auf. Jetzt muss er aufpassen. Er sagt nicht, dass der jetzt... Ja, jetzt muss er nach hinten weg. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich. Jetzt wird er gleich drauf. Achtung. Ah, gut gelöst. Sehr gut. Ich muss wieder schauen, dass er rechts reinkommt. Das macht er nicht schlecht. Wenn er rechts aufzieht, da steht der Bene einfach super stabil. Ja, jetzt ist er wieder rechts drin. Ja, genau. Jetzt steht der Bene wieder. Das macht er und gut. Ja. Müsst ihr die zwei geben. Sieht man dir jetzt nicht. Aber du siehst es. Gib die zwei. Den zwei. Raus, aus dem Aufzieher drauf, ist gleich direkt draufgelegen, ist absolut berechtigt, die zwei. 74,9, so. Er bis 200 Gramm Unterschied. Ja, Christian bringt jetzt schon hier mit dem Kopf ein bisschen weiter unten. Bene immer noch aufrecht, zeigt natürlich auch, dass er Bene die Luft hat, die wir von ihm kennen. Blau passiv wurde schon mal angezeigt, hat eben vom Robert. Jetzt sehe ich noch in die Bodenlage gehen für Blau. Ah, kommt wieder ein Kopf ein bisschen von Christian. Ah, zeigt er wieder Rot an, ja. Blau. Blau.
Ich würde jetzt eher mal sagen, aktiver der Beni. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ach, das muss er aufpassen. Er muss Kupfer geben mit dem, wenn er so drin hängt. Ja, ja. Der muss wirklich aufpassen. Jetzt. Okay. Ja, genau, das kommt halt dann nicht. Was war jetzt? Ah, rot 1. So, war schon abpfiffen, aber das ist die gefährliche Situation. In der Zone, die Christian... Ja, wenn er dann halt aufpasst, weißt du, dann packt der Beni drin. Genau. Macht das schon clever, hat umgriffen und zieht noch über. Bodenlage. Geht Bodenlage weiter. Ja, ja. 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 Ja, genau. Ja, das ist der Robert einfach, das macht er souverän. Er hat vorher schon abpfiffen. Also, ja, genau, jetzt kommt die 1, genau, passt. Das bedeutet, Beni hat noch einen Punkt. 5, 6, 1. 2, 4. Ja. Ja, passt schon. Aber, oder die haben es andersrum gegeben und einer kommt. Hä? Ja, schau, doch, das kann schon sein. Die Tafel nicht sehen, Robs. Doch, doch, pass auf, das war ganz einfach. Jetzt kommt die 1 wieder weg. Die haben die 1 gegeben und dann danach das P. Okay. Die mussten erst. Genau, jetzt pass auf, jetzt kommt 2, 2, P und dann kommt die 1. Genau, passt. 5-0. 5-1. Hatte ich es doch schon richtig. 5-1. Ja, ja, sicher. Hatte ich es doch schon richtig. Ja, sicher. So, Beni. Der Beni, muss man wissen, hat eine Urgewalt. Ja. Der kann schnüren ohne Ende, hat da Kraft drin. Jetzt ist einfach auch sau unangenehm, was er da macht. Und nochmal, oder? 2. Ja, schauen an. Und nochmal 2. Ja, Wahnsinn. Ja. Der hat da, wenn er den Griff einmal ansetzt, da hat wie er, ein Stier, gell? Da hat er die Power. Ich glaube, das hat er eher vom Vater. Nein, ich glaube, es den Willen von der Mutter, die Gewalt vom Vater. Ja. Du, die schaut sich das mal an bei YouTube. So. Nein, aber das, wenn man kämpft, auch wirklich brutal. Ja, schau. Bis zur letzten, natürlich gibt er jetzt noch mehr Gas. 9-1, das sind 8 Unterschiede, das heißt 3 Mannschaftspunkte für Westendorf. Ja, und unsere Trainer in der Ecke geben immer noch nicht auf, die wollen immer noch mehr. Ja. Finde ich aber auch richtig, ehrlich gesagt. Er steht jetzt dann auch nur bloß noch drin und verharrt, der Christian, das muss man auch sagen. Beni macht es gut. Und aufpassen, auf keinen Schwunggriff reinfällt. Aber, ja. Ja, aber das wäre wieder so typisch auch für den Beni, weißt du, manchmal. Denkst du, der gewinnt so und dann fährt der blöd nahe zum Schluss. So. Aber ich glaube, da passiert das nichts mehr. Das mag ich an den Trainern. Die geben immer noch Gas. Das ist super. Das kann doch nicht mehr lang dauern. Ja. Achtung. Ja, schau. Jetzt haben wir 9-2. Jetzt auf geht's, Beni. Nochmal den Punkt zurückholen. Ja, schau. Obacht. Ja, schau an. Jetzt haben wir 2-0, gell? Jetzt ist es 2 Mannschaftspunkte, gell? Ja, der Papa, wie er hinten steht. Ja. Stark, jawohl, stark, sauber. Stark, sauber. In der Zone sauber rausdreht. Ja, da darf man sich schon freuen. Ja, super. Und da ist das halt das, du hast dann im Westen auf das Publikum hinter dir. Jetzt muss der Christian, kurz vor Schluss, schau her. Mit dem Schlussgang macht er den Punkt noch. 3-0. Sensationell. Also, es gibt die Mutter wird zufrieden sein und der Vater auch. Ich denke auch. Darf morgen zum Mittagstisch zum Essen kommen. Ja. Wir laden uns hier mit ein. Wir sind alle. So, bedeutet 29-4 Endstand. Der Beni. Gut. Keine Verletzung hat. Bitte. So, wunderbar. Dann haben wir unseren ersten Livestream hinter uns mit Bravour, glaube ich. Mit Bravour. Ah, was ich wieder vergessen habe, wieder rotes Bravour, Licht. Ja. Mach ich mal.
Machen wir noch was, genau. Ja, aber das vergisst man. Das muss man echt, okay. Aber das finde ich echt cool. Das muss er definitiv aufnehmen in seinem Programm. Also Stefan, wir hoffen, wir haben dich gut vertreten. Wir sagen vielen Dank. Wir lassen euch jetzt schon in dem Sinne alleine. Danke fürs Zuschauen. Internet müsst ihr auch gepasst haben. Sah immer grün aus. Von daher verabschieden wir uns. Wir lassen euch noch mit der Mannschaft alleine. Bleibt dabei. Es gibt sicherlich noch ein tolles Humba. Aber wir verabschieden sagen uns. 40 Grad. Sagen danke. Danke für alles. Arrivederci. Ciao. Ciao.
Thank you.